Hallo Leute, mein Name ist Otzensee und willkommen zu einem weiteren Tag in Minecraft. Hier an unserem Berg habe ich all die Steine platziert, die wir brauchen, bevor wir mit dem Berg in die nächste Phase gehen. Und weil das ziemlich mühsam war, denke ich, machen wir heute ein kleineres Projekt, und zwar eine Kakaobohnenfarm. Wir hatten da hinten ja mal einen Dschungelbaum, wo wir ein paar Kakaobohnen dran hatten. Der musste für unsere Therme weichen. Drum schauen wir mal, ob wir da in unserem Layout für die Therme ein Plätzchen finden, wo wir eine solche Farm platzieren könnten. Hier auf dieser Seite gegenüber von unserer Glow Legion Farm haben wir einen Raum, der gerade groß genug ist, um unsere Farm da reinzubringen. Und wir können immer noch rund um die Farm navigieren, wenn sie denn fertig ist. Und es wird eine halb manuelle Farm sein, das heißt, das Ernten der Bohnen passiert automatisch, aber das Einsammeln und das Nachpflanzen, das müssen wir manuell machen. Nun gut, ich denke, ich baue die Farm rasch mal auf und dann können wir sehen, wie sie funktioniert. Viel komplizierter als das ist es nicht. Wir haben hier eine Wand mit Dschungel, wo wir die Kakaobohnen dran pflanzen. Und dahinter haben wir abwechselnd Slime oder Honig, welche von Napisten rausgeschoben werden. Und sobald sich das bewegt, brechen die Bohnen ab und wir können sie einsammeln. Das Ganze sehr ähnlich wie bei den Holzfarmen, die wir schon haben, aber wesentlich einfacher, denn hier müssen wir nur einmal rausschieben und nicht doppelt, was das Ganze eben einfacher macht. Und dann mit diesem Knopfdruck können wir ernten, dann gehen wir hier rein, sammeln alles auf und pflanzen erneut an. Und weil das Ganze 6 weit ist und wir haben dahinter ja auch wieder 6 Slimeblöcke oder Honigblöcke. Das heißt, jede Reihe hat hier das Push-Limit und das ist im Wesentlichen der limitierende Faktor für diese Farm. Und natürlich auch nicht höher, weil gerade so hoch mögen wir reichen, ohne dass wir uns auf die Zehen stellen müssen. Nun denn, das war's. Kakaobohnenfarm erledigt. Und wir haben hier noch ein paar weitere Farmen. Aber ich denke, von hier an wird vielleicht der Schwerpunkt mehr auf dem Bauen sein. Wir haben hier ja noch eine Therme, die wir fertig machen müssen. Da hinten einen ganzen Berg und auch unser Lager sieht noch ziemlich freiluftmäßig aus. Also da gibt es einige Projekte für die Zukunft und wir werden das angehen. Irgendwann. Also bis dann und tschüss.